Das Jahr 2015 war für uns Kommunen in der Bundesrepublik sicher kein einfaches. Ja, es ist dominiert gewesen von der Flüchtlingskrise. Wir haben, denke ich, unter dem Strich als Kommunen diese Herausforderung passabel gemeistert. Wir haben dafür gesorgt, dass keine Menschen, die hier die deutsche Grenze überschritten haben, uns in den Kommunen dann zugewiesen werden von den Ländern, auf der Straße übernachten müssen. Sie haben alle abends ein Dach unter dem Kopf gehabt, Essen und Trinken bekommen, medizinische Versorgung. Also diese Krisenbewältigung, die haben wir in den Kommunen hinbekommen. Ganz so kann und wird es nicht weitergehen. Die Aufnahmefähigkeit für Flüchtlinge in unseren Kommunen, für die Kommunalverwaltung, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen, ist begrenzt. Wir müssen hier zu einer Reduzierung kommen. Das kann, und da unterstützen wir die Haltung der Bundesregierung, sicher nur durch eine Kombination einerseits internationale Maßnahmen, also Unterstützung für Türkei, Libanon, Jordanien, aber auch für die nordafrikanischen Staaten, Unterstützung für das UN-Flüchtlingshilfswerk, damit die Menschen nicht diese Flüchtlingslager dort an den syrisch-irakischen Grenzen verlassen müssen. Natürlich auch hinwirken auf friedliche Beilegung von Konflikten wie in Syrien und im Irak. Und andererseits eine Stärkung der europäischen Außengrenzen, also von Frontex, eine Stärkung und Unterstützung, massive Unterstützung für die EU-Länder, die an den Grenzen liegen, insbesondere Italien und Griechenland, dass dort menschenwürdige Camps geschaffen werden, wo die Menschen registriert werden, aufgenommen werden, geklärt wird, ob sie ein Asylrecht in der Europäischen Union haben oder geduldet werden sollten aus humanitären Gründen und danach nach einem klaren Kontingent auf die europäischen Staaten verteilt. Und national ist natürlich unsere Forderung hier innerhalb der Bundesrepublik faire Verteilung innerhalb der Bundesrepublik und entsprechende Unterstützung. Das Thema Flüchtlinge ist einmal dieser Krisenmodus, die unmittelbare Aufnahme, aber viel wichtiger wird natürlich sein, die Integration der Menschen. Ein Großteil der Menschen wird bei uns bleiben, auch wenn die Asylverfahren beschleunigt werden und die Anerkennungsverfahren. Von daher fordern wir auch, dass das Asylpaket zweizügig umgesetzt wird und dass dann diejenigen, die nicht anerkannt werden und die nicht geduldet werden, auch sehr zügig zurückgeführt werden, wird trotzdem ein großer Teil derjenigen, die gekommen sind und noch kommen werden, auch hier bleiben. Und die sollen natürlich nicht in Sammelunterkünften bleiben, sondern sie sollen integriert werden. Das heißt, entsprechende Deutschkenntnisse erwerben für die Kinder und Jugendlichen, Kita und Schulbesuch und für die Älteren dann entsprechende Ausbildung und Arbeitsplätze. Integration läuft über Sprache und letztlich über Arbeitsplätze. Das kostet Geld, sehr viel Geld. Und hinzu kommt, dass wir, da wird Dr. Landsberg gleich darauf eingehen, dass wir auch im Bereich der Unterbringungskosten für Langzeitarbeitslose einen deutlichen Anstieg zu erwarten haben in diesem Jahr. Denn diejenigen, die anerkannt sind, die wechseln dann aus dem Asylbewerberleistungsgesetz rüber in den Bereich SGB II. Und das ist dann eine Bundesaufgabe im Prinzip, aber die Kosten der Unterkunft liegen zu 70% bei uns. Das heißt, hier kommt eine Welle auf uns zu bei zusätzlichen Kosten. Und von daher fordern wir, und das ist eine Forderung an die Bundesregierung und an die Landesregierung, entsprechende finanzielle und organisatorische Unterstützung. Ob es uns gelingt, die zentrale Herausforderung, die Integration der Flüchtlinge zu meistern, hängt, wie übrigens auch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, sehr stark von der Finanzkraft und der Investitionskraft der Kommunen ab. Wir werden innerhalb der nächsten 12 Monate etwa 300.000 Schüler mehr haben, etwa 100.000 Kita-Kinder mehr haben. Das heißt im Klartext, wir müssen nicht nur Personal einstellen, wir werden Kindergärten bauen, wir werden Schulen bauen, wir werden die Infrastruktur dafür brauchen. Die Schülerbedarfszahlen in den Ländern werden zurzeit überall neu geschrieben und nach oben korrigiert. Auf der anderen Seite beobachten wir mit großer Sorge, dass die Schere zwischen reichen und armen Kommunen immer weiter auseinandergeht, was zu erheblichen Strukturproblemen führt. Man kann das an einer ganz einfachen Zahl festmachen, nämlich an den Kassenkrediten. Wenn Sie mal Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Rheinland-Pfalz nehmen, da sind die Kassenkredite pro Einwohner über 1.500 Euro. In Bayern sind es 21 Euro, in Baden-Württemberg 18 und in Sachsen 24. Also das zeigt beispielhaft, welche Strukturprobleme wir haben, die wir lösen müssen. Ich sage nicht, dass die Bundesregierung das bisher nicht gesehen haben. Sie wissen,
Es gab das Investitionsprogramm für finanzschwache Kommunen mit 3,5 Milliarden. Das haben wir begrüßt, das ist gut. Aber wir haben unabhängig von den jetzt anstehenden Fragen einen Investitionsrückstand von 132 Milliarden, also Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur. Und das ist vor dem Hintergrund zunehmender Bevölkerung durch Flüchtlinge, aber auch vor dem Hintergrund der notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung so nicht hinnehmbar. Wir haben drei Aspekte, die ich gerne betonen möchte. Sie wissen, die Länder haben sich 16:0 verständigt auf eine Neuordnung der Finanzbeziehungen. Das unterstützen wir nachhaltig und hoffen, dass der Bund diese Vorschläge jedenfalls weitgehend akzeptiert. Denn in diesen Vorschlägen ist unter anderem geregelt, dass die Finanzkraft der Kommunen bei dem Finanzausgleich zwischen den Ländern dann mit immerhin 75% angerechnet wird. Das heißt, das würde auch zu einer Besserstellung der Kommunen führen. Ein Beispiel: Das Land, das größte Bundesland Nordrhein-Westfalen, würde in dieser Konstruktion 1,5 Milliarden zusätzlich über den Finanzausgleich bekommen. Und das ist sicherlich wichtig, damit die Länder, deren Aufgabe das ja eigentlich ist, die Finanzausstattung der Kommunen verbessern können. Es gibt einen zweiten Aspekt. Der Koalitionsvertrag sagt den Kommunen zu, ab 2018 5 Milliarden pro Jahr dauerhaft an zusätzlichen Einnahmen. Ursprünglich war einmal angedacht, das im Rahmen der Eingliederungshilfe zu regeln. Das wird nicht funktionieren, weil die Eingliederungshilfe ganz unterschiedlich finanziert wird, auch teilweise von den Ländern. Hier schlagen wir vor, den Umsatzsteueranteil der Kommunen zu erhöhen um diese 5 Milliarden. Das hätte die Folge, dass zunächst mal das Geld tatsächlich bei jeder Kommune ankommt und nicht die Begehrlichkeiten der Länder wachsen, einen Teil dieses Geldes für eigene Zwecke zu nutzen.